grundsätzlich ist es so, Energie ist und wird in den nächsten Jahren ein fantastischer Markt sein, in dem man aktiv sein kann, weil so viel zu tun ist. Und zwar, und das ist das Besondere, das habe ich selber so auch noch nie gesehen, in jeder Region der Welt. Das habe ich selten gesehen, dass jede Region wirklich, muss ich sagen, boomt. Alle in unterschiedlichen Bereichen. Wir kommen zum vierten Act des heutigen Abends. Last but definitely not least, Christian Bruch, der CEO von Siemens Energy. Schönen guten Abend, Herr Bruch. Guten Abend, Herr Dr. Häuser. Freut mich, schön Sie zu sehen und danke, dass das virtuell klappt. Das war leider aufgrund der Reisetätigkeit schwierig, in Persona vor Ort zu sein. Hätte ich gern gemacht. Ja, Mensch, wir vermissen Sie hier, aber Sie haben jetzt die große Chance, einfach alles rauszuhauen und dann können Sie sich hinterher, müssen Sie sich nicht mal für verantworten, weil Sie ja nicht im Saal sind. Der Typ bin ich ja nicht. Das Vor 2 Jahren haben Sie in einem Interview gesagt, leider nicht bei der Zeit, sondern beim Spiegel, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Das klang ganz schön grün und irgendwie transformativ. Was haben Sie gemeint? Nein, ich glaube, viele von den Themen sind schon angesprochen worden. Ich glaube, man muss Respekt haben vor der Größe der Aufgabe der Energiewende. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, wo wir grundsätzlich hinwollen, nämlich eine nachhaltige Energieversorgung, die auch noch bezahlbar ist und sicher ist. Der Weg dahin wird halt extrem anspruchsvoll. Und manchmal in der Diskussion, und deswegen hatte ich das damals gesagt, finde ich, wird das ein bisschen kleingeredet. Und man kann nicht einfach sagen, wir machen alles weiter wie bisher und wir hinterfragen nicht den Energieverbrauch und alles ist nachher nachhaltig, ist billiger und funktioniert trotzdem. So einfach ist es nicht. Und es ist jetzt eben, Herr Maxmann hat es, glaube ich, gesagt, ja schon mal angeklungen, Herr Nimmermann hat es, glaube ich, gesagt, wir müssen uns auch überlegen, wie nutzen wir Sachen effizienter? Wie viel verbrauchen wir wirklich wo? Was macht wirklich Sinn? Einfach nur ein Umbau ist es nicht. Es ist deutlich mehr. Und wenn wir über Energiewende sprechen und so ganz lax mal sagen, ja, Stromverbrauch wächst 2, 3, 4% im Jahr. Und das sind im Moment die globalen Vorhersagen, dass man sagt, voraussichtlich 4% pro Jahr. Dann heißt das, wir bauen die komplette globale Stromversorgung in 25 Jahren noch einmal neu und haben dann noch nicht die alte transformiert. Und das zeigt, wie notwendig es ist, auch selber zu hinterfragen, wieso verbrauchen wir nicht so viel Energie? Wenn, ja, also Effizienz ist mit anderen Worten ein großes Thema. Es geht nicht ohne. Wir müssen das Problem schrumpfen. Ja, wir müssen Energieeffizienz als ein ganz wichtiges Element sehen. Das geht manchmal mir ein bisschen verloren bei den Diskussionen um Wasserstoff, Renewables, die wir alle selber machen, wo ich ein großes Interesse habe. Ich habe ein Interesse, dass Kunden Wasserstoffanlagen bauen oder neue Windparks oder Gasturbinen. Auf der anderen Seite müssen wir immer auch wieder sagen, wir brauchen mehr Effizienz. Wir brauchen den Fokus darauf, insbesondere in den nächsten Jahren. Und insbesondere haben wir da, glaube ich, auch viele Potenziale in der Industrie, damit das Problem handelbar wird. Weil der rein physikalische Umbau, und das sehen wir jetzt ja aktuell, ist fast nicht leistbar. Wenn wir mal sagen, wir bauen jetzt 3-mal so viel Netze, wir bauen jetzt 4-mal so viel Offshore-Windparks, dann heißt das natürlich auch immer, da muss physikalisch was entstehen. Also da müssen neue Fabriken entstehen, da müssen Häfen für entstehen, damit man die Sachen verschiffen kann. Und das wird alles Zeit kosten. Und deswegen ist auch eine Änderung der Einstellung zur Energie wichtig. Und was ich damals auch gesagt habe, aus meiner Sicht, Energie muss teurer sein an gewissen Stellen. Es ist ein wertvolles Gut. Ich weiß, dass das nicht gern gehört wird, aber wir wollen A, viele Investitionen stemmen. Das heißt, da muss ein Business Case sein. Da bin ich absolut bei Herrn Maxelon. Das muss sich rechnen. Das muss privates Kapital, muss die Energiewende bezahlen. Und ich sag mal, auf der anderen Seite wollen wir sorgsam mit dem Gut Energie umgehen. Und wir brauchen ein Steuerungsinstrument dafür. Das kann der Preis sein. Herr Bruch, die Frage ist gar nicht so gemein gemeint, wie sie jetzt vielleicht klingt. Aber angesichts all dieses Bedarfswachstums, was Sie genannt haben, muss es doch eigentlich ein Traummarkt sein, in dem Sie da unterwegs sind, beziehungsweise Traummärkte. Warum hat sich Siemens Energy zuletzt, vor allem in den Jahren vor diesem, so schwer getan, damit daraus ein profitables Geschäft zu machen?
Ja, erstmal muss man sagen, Siemens Energy ist ja eine Firma, die ein sehr diverses Bild zeichnet, sehr zweigeteilt. Wir haben ja, sind ja präsent als Unternehmen im Bereich der Energieerzeugung mit Gas und Wind, im Bereich der Stromnetzübertragung, aber auch im Bereich der Industrieanwendungen, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Großwärmepumpen und Wasserstoff. Und wir haben jetzt die Situation, dass sich über die letzten Jahre die Bereiche bis auf Wind, muss man immer leider dazu sagen, extrem positiv entwickelt haben. Großes Wachstum, steigende Profitabilität. Das war vor 3-4 Jahren nicht der Fall. Sie haben vor 3-4 Jahren große Schwierigkeiten noch gehabt, mit Netzkomponenten wirklich Geld zu verdienen. Da steigt die Profitabilität in allen Bereichen. Aber wir haben große Herausforderungen im Windbereich gehabt. Und das sind teilweise Marktherausforderungen aufgrund Corona, teilweise selbstverschuldete Probleme aufgrund zu schneller Lancierung neuer Produkte. Und es ist ein Markt, der in den letzten Jahren, also der Windmarkt, extrem schnell sich entwickelt hat und extrem schnell gewachsen ist. Und das ist nicht ohne Schmerzen passiert. Aber grundsätzlich bin ich bei Ihnen. Energie ist ein fantastischer Markt, in dem man ist. Sie sehen das bei uns in den Wachstumszahlen. Und ich sage mal, wenn wir diesen Rückschlag bei Wind nicht gehabt hätten, dann würden wir jetzt das, würden Sie das anders wahrnehmen, weil dann würden Sie die 70% des Umsatzes sehen, die wirklich hervorragend laufen. Aber grundsätzlich ist es so, Energie ist und wird in den nächsten Jahren ein fantastischer Markt sein, in dem man aktiv sein kann, weil so viel zu tun ist. Und zwar, und das ist das Besondere, das habe ich selber so auch noch nie gesehen, in jeder Region der Welt. Das habe ich selten gesehen, dass jede Region wirklich, muss ich sagen, boomt. Alle in unterschiedlichen Bereichen, aber wenn Sie wie wir sehr breit aufgestellt sind, ist das an sich fantastisch. Und ich bin zuversichtlich, dass wir Siemens Energy auch von den Ergebnissen, also von den Finanzergebnissen, dahin bringen, wo das hingehört. Ich sehe hier im Saal, dass einige schon zur Finanz-App greifen und noch schnell ein paar Siemens Energy-Aktien kaufen. Herr Bruch, wir sollten ja wohl sehr froh sein, dass wir noch eine aktive Windindustrie haben in Europa und bei Ihnen dann auch in deutscher Hand. Wie sehen wir denn insgesamt aus? Das ist ja immer auch eine Frage der Sicherheit, wird zumindest so genannt, dass wir diese Technologien selber herstellen. Wie sehen wir in den Klimatechnologien aus? Gut, jetzt muss man erst mal sagen, ich sage mal, in der Windindustrie, das ist ja das Positive, wir haben wirklich noch eine gute europäische Windindustrie, die aber massiv gelitten hat in den letzten Jahren. Das betrifft sowohl Onshore, und wir sind halt auch besonders stark im Offshore. Wir haben 65% der weltweiten Offshore-Anlagen, muss man immer sagen, außerhalb Chinas, so wird das gezählt, kommen von unserer Seite. Also insofern, das ist heute eine Situation, wo man auch was tun kann. Aber diese Industrie steht unter massivem Druck. Keine der Firmen, die dort arbeiten in der westlichen Welt, verdient Geld mit dem Thema Wind. Keine. Und das ist natürlich keine nachhaltige Situation. Und das ist teilweise entstanden durch große Herausforderungen der Corona-Situation und der Liefersituation, durch der steigenden Inflationskosten. Und das sind auch Dinge, die durchaus, ich sag mal, nach vorne gehen, besser gehandelt werden. Aber es ist eine Industrie, ich würde jetzt mal sagen, die sich erholen muss und die man, wo es wert ist, dass man darüber spricht, wie stellen wir sicher, dass wir die auch morgen noch in Europa haben. Da hat Europa, ich sag mal, das sogenannte Windpaket lanciert letztes Jahr. Das halte ich auch für sehr gut, um klarzustellen, was muss eigentlich man tun, um die Windindustrie auch gegen eine chinesische Konkurrenz zu verteidigen. Man muss klar sagen, die chinesische Windindustrie ist groß genug, den gesamten Weltmarkt zu versorgen. Ja, also da ist eine Industrie aufgebaut worden, die von der Kapazität eigentlich überdimensioniert ist. Es gibt 25 große Windfirmen. Die ersten sind inzwischen auch in der Insolvenz in China. Auch die haben große Probleme. Und wir werden einen massiven Preiswettkampf sehen in den Regionen, die nicht Randbedingungen einziehen, die rein über den Preis hinausgehen. Und das kann Qualität sein, das kann CO2-Footprint sein, das kann Forschungsausgaben sein, was auch immer. Aber wir müssen aktiv was tun, wenn wir diese Industrie verteidigen wollen, zumindest teilweise. Und ich glaube, es geht immer darum, eine Balance zu halten. Wir wollen alle, das sage ich auch als Unternehmen, auch China als auch
Komponentenmarkt, auch als Partnerland immer erhalten. Aber es ist eine Balance zu halten, wie viele Fähigkeiten haben wir hier in der Region und wie manage ich wirklich den Markt, dass wir nicht die Situation haben, wie sie vielfach aus der Photovoltaik immer genannt wird, wo wir wirklich Kompetenzen verloren haben, die wir heute nicht mehr haben. Ist das eine Aufforderung an die deutsche und europäische Politik, stärker in Richtung Qualität, haben Sie gesagt, und CO2-Footprint zu gehen? Also erstmal muss ich wirklich begrüßen, die Europäische Kommission und auch die deutsche Bundesregierung hat sehr viel getan, um Themen aufzunehmen, zu sagen, was muss man eigentlich tun, um der europäischen Windindustrie zu helfen. Das ist ein sehr intensiver und guter Dialog. Ein Element sind für mich qualitative Kriterien, also nicht immer nur Preis. Zum Beispiel zu sagen, wie groß ist die Entfernung vom Werk bis zum Standort, weil das betrifft nachher die CO2-Transportkosten. Wo gibt die jeweilige Firma ihre Forschung und Entwicklungskosten aus? Wo stehen eigentlich die Fabriken? Sind das Kriterien? Jetzt wollen wir gleichzeitig aber keinen Markt abgrenzen. Und deswegen wird das nicht ganz trivial werden, aber solche Kriterien wird man brauchen. Wenn wir allein den Preis nehmen, nur den Preis, dann werden wir, glaube ich, in Europa große Herausforderungen haben, uns gegen einen preisgetriebenen chinesischen Wettbewerb alleine durchzusetzen. Und jetzt nehmen Sie mal das Beispiel USA, das ist ein großer Windmarkt. Sie sehen da ein sehr rigoroses Verhalten, der sehr auf Lokalisierung setzt, also Fertigung in den USA. Aber da haben Sie dann Hersteller, die natürlich erstmal einen sehr starken Heimatmarkt haben, um dann von da aus in anderen Regionen der Welt noch Geschäfte zu machen. Mhm. Und deswegen muss Europa da drauf gucken und solche Kriterien sich überlegen in den unterschiedlichen Auktionen. Sie bauen ganz, ganz viele Geräte. Sie haben gesagt, auch große Wärmepumpen. Fiesmann war ein fantastischer Marktführer für die kleinen Wärmepumpen unter anderem. Waren Sie enttäuscht und ist das ein Verlust für Deutschland, dass die ihre Klimasparte verkauft haben? Ach, das müssen Sie Max Fiesmann fragen. Der ist gerade nicht hier. Der ist gerade nicht da. Nein, erstmal muss ich sagen, unternehmerisch finde ich das eine mutige Entscheidung, weil das natürlich, und so wie ich Max Fiesmann kenne, der hat sich das sicher nicht leicht gemacht, zu sagen, was ist eigentlich aus unternehmerischer Sicht das Richtige, um das Geschäft weiterzuentwickeln, um auch diese Wachstumsinvestitionen, die da gefordert werden, in dem Wärmepumpengeschäft auch leisten zu können, um wirklich einen Global Player zu bauen. Das muss ja immer das Kriterium zu sein. Also insofern finde ich das weder gut noch schlecht. Das muss man dann, das muss wer anders einordnen. Also, und das ist ja eine unternehmerische Entscheidung, wie führe ich das Geschäft weiter. Das ist ja auch ein internationales Unternehmen. Also von dem her kann ich da nichts Negatives dran erkennen. Mhm. Wir hatten vorhin mit Herrn Maxelon diese Debatte um die Elektrifizierung und die Elektrifizierungsfantasie, um das Zitat nochmal aufzugreifen. Wo stehen Sie da eigentlich, der Sie sozusagen alles herstellen und es Ihnen eigentlich egal sein kann, wo es hinmarschiert, aber der Sie auch Gasturbinen herstellen? Selbstverständlich. Und wir sagen ja auch immer laut und deutlich, Gas wird gebraucht als Element der Brücke. Und ich sag mal, wir arbeiten ja auch mit der Mainova eng zusammen, genau in dieser Thematik, wie ersetze ich Kohle durch Gas und Gas nachher durch grüne Moleküle und betreibt dann diese Kraftwerke auch anders, wenn wir dann ausreichend erneuerbare Energien haben. Und eins ist auch klar, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, ich sage jetzt mal, grünen Elektron oder grün hergestellten Elektron und einem nicht grün hergestellten Elektron, will ich immer das grüne Elektron. Und das muss die Logik sein. Aber es ist natürlich ein Balanceakt zwischen dem, wie schnell geht das, was ist bezahlbar und was ist machbar. Und ich glaube auch, dass es ein sehr breites Angebot an Lösungen brauchen wird. Und das schließt eben all die unterschiedlichen Themen, Elektrifizierung, dann das Molekül dazwischen mal ein. Und ansonsten werden Sie natürlich immer eine Situation haben, ich sage mal, dass Sie, wenn Sie reine Elektrifizierung machen, sehr große Speicher, sehr große Netze brauchen, die Sie heute nicht haben und vielleicht auch so zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht bezahlen wollen. Und die Frage ist, was bringt Sie mit der effizientesten Nutzung von Kapital an die geringste CO2-Menge? Also insofern bin ich genau bei dem Herrn Maxelon da an der Stelle. Wir werden am Ende alles brauchen. Wir werden auch
Gasleitungen brauchen, die Wasserstoff transportieren, um einfach Energiemengen zu transportieren. Und ich glaube, wir müssen immer unterscheiden, was brauche ich wirklich für die direkte Versorgung, was brauche ich für die Speicherung, was brauche ich, um große Energiemengen von Norddeutschland nach Süddeutschland oder von Norwegen nach Spanien zu bringen. Und dafür wird es jeweils unterschiedliche Ansätze brauchen und es wird sehr divers werden. Und eins muss man, glaube ich, auch immer wieder klar sagen, es weiß heute noch keiner, wie das Endsystem aussehen wird. So ist auch unser heutiges Stromsystem nicht entstanden. Wir haben uns in Schritten daran getapst und das ist halt manchmal auch so, weil wir gewisse Abhängigkeiten selber noch gar nicht so einschätzen können, weil die Veränderung so groß ist. Sind denn die deutschen Klimaziele und sozusagen das Szenario für die Energiewende realistisch aus Ihrer Sicht? Also auch das ist schon gesagt worden. Ich bin auch der Meinung, aber noch nicht von Ihnen. Man muss jetzt mal losmarschieren und Dinge machen. Wenn Sie heute die 2030er Ziele angucken, dann reichen die heutigen Umbaugeschwindigkeiten beileibe nicht aus. Es ist nicht schnell genug. Die Frage ist, was macht dann trotzdem am meisten Sinn? Gras wächst normalerweise nicht schneller, nur weil Sie dauernd dran ziehen. Und insofern ist es, ich sag mal, ich halte die Ziele noch für erreichbar bei wirklich konsequenter und schneller Umsetzung. Die Frage, die wir uns beantworten müssen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren ist, können wir das bezahlen und kriegen wir das vermittelt? Weil was wir jetzt schon sehen, dass natürlich, wir machen, glaube ich, Europa und Deutschland macht durchaus viele gute Schritte im Netzausbau. Aber wir sehen auch, der kostet uns mehr Geld, als wir das ursprünglich mal gedacht haben. Preise steigen, es wird schwieriger, Produkte herzubekommen. Und deswegen muss man sich, glaube ich, immer überlegen, wie ist diese Kosten-Nutzen-Kurve? Weil nur dann kriegen wir es auch vermittelt. Und insofern finde ich, ist das eine müßige Diskussion, ist es nun erreichbar oder nicht. Aber wir sind heute noch nicht bei der Ausbaugeschwindigkeit, die wir brauchen. Weder bei der Erzeugung noch beim Netz. Es wird immer geredet von der mangelnden Veränderungsbereitschaft der Deutschen. In dem Fall nicht die Politik, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Wie ist es eigentlich mit der Veränderungsbereitschaft der Industrie? Und ich meine damit jetzt Ihre Kunden. Erleben Sie eine deutsche Industrie, die sich kräftig bewegt in Wärme- und Energiewende? Muss ich schon sagen. Also ich glaube, wir sind alle, also alle, mit denen ich spreche, alle Kollegen, sind konform mit der Zielsetzung. Und das hat sich wirklich geändert. Es stellt keiner mehr Klimawandel in Frage. Es sagt jeder, wir wollen das schaffen. Aber alle haben natürlich die Notwendigkeit, ihr Kapital, das sie verantworten, für ein Unternehmen so einzusetzen, dass am Ende ein Business Case draus wird. Aber ich glaube, dass da schon eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft da ist. Aber die Randbedingungen, die wir heute vielfach haben als Industrieunternehmen, sind natürlich noch die, die eigentlich diesen schnellen Umbau gar nicht ermöglichen. Also wo ist der Business Case für, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, grünen Wasserstoff. Rechnet sich für ein Chemieunternehmen, was in Deutschland produziert, grünen Wasserstoff statt schwarzen Wasserstoff einzusetzen? Die Antwort ist nein, das rechnet sich wirtschaftlich nicht. Und das ist halt etwas, wo Sie natürlich in einem Dilemma sind, wie kriegen wir das hin? Aber grundsätzlich, wo ich schon der Meinung bin, dass wir das immer wieder befeuern müssen, dieses Narrativ, wir brauchen diese Veränderung und Veränderung ist positiv. Ich glaube, da können wir alle, Industrie, Medien, Politik mithelfen, dieses positive Narrativ der Veränderung in die Bevölkerung auch reinzubringen, dass man, weil ich sag mal, das werden wir brauchen, wenn wir das wirklich schaffen wollen. Der Kraftakt ist massiv. Was uns fehlt heute an vielen Stellen, ist wirklich manches Mal noch der Business Case, der funktioniert, um diese Veränderung auch zu finanzieren. Herr Bruch, mit diesen Worten entlassen wir Sie in den wohlverdienten Feierabend.